Wir befinden uns heute in der Ibato-Community, was ganz besonders stattfinden wird, und zwar das Drilling. Wir als Mediateam, wir reisen meistens schon eine Stunde vorher an, um uns mit der Umgebung so ein bisschen vertraut zu machen, um uns das Bohrloch anzugucken, wie die Positionen stehen, wo wir später unsere Unterstützenden, wo wir die Kids, wo wir die Community sozusagen platzieren können für die Kamera. Und letzten Endes warten wir jetzt gerade, bis unsere Unterstützenden halt ankommen, und dann geht's auch schon los mit dem unglaublichen Welcoming. Hammer, ich bin so aufgeregt und freue mich so. Es ist gerade schon so schön, das so zu hören und dass wir da gleich durchgehen werden. Richtig schön. Ich bin sehr berührt. Also die Kinder, die haben mich aufgenommen, so freudig. Es war einfach toll. This is Ibato borehole. It has been drilled 130 meters deep and its yield is 10,000 liters in 1 hour. It is expected to serve 1,400 people within Ibato village. Leute, die mit uns gefeiert haben, die mit uns getanzt haben, mir ist es einfach so ins Herz gegangen. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es war eine wahnsinnige eine Lebenserfahrung. Ich habe es wahnsinnig genossen. Ich glaube, dieses Magi, Magi, das Singen für Wasser werde ich nie vergessen. Also, sensationeller Tag. Ich sag's gerade zu Alex, ich fühle mich so ein bisschen erschlagen. Es sind einfach so viele Emotionen und so. Kann man gar nicht in Worte fassen. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich heute beim Flushing dabei sein konnte. Wenn ich bisher nicht gewusst hätte, warum ich das hier mache, spätestens heute weiß ich das. Das war's hier an der Ibato Community. Wir durften jetzt zum Schluss noch mit der Gemeinde zusammen essen und sind super dankbar. Es war ein unglaublicher Tag, das wieder gemeinsam erleben zu dürfen. Let's go, und morgen geht's weiter.